Ich gehe mal davon aus. Doppel 1. Ein Crit. Ja. Ja, okay. Da sind Leute dabei. Ihr habt ja selber eure Piraten gewählt und diejenigen, die da Freigang haben. Kannst du erkennen, stürmen da wohl aus der Nähe vom Zwerfnir-Tempel dabei. Sylla Schwerter und ja, es waren bestimmt keine Piraten. Zumindest die lassen sich anstecken und sind auf alle Fälle mit dabei. Ja, du erkennst sie wieder. Haben alle irgendwie die gleichen Kopftücher. Das kannst du erkennen. Die Muakiji Marasna, also die Magaraskaner nicht. Aber vor allem die zusammengelegten Piratenfraktionen, die machen da gut mit. Aber die machen ja keine Sorgen. Also nicht, bis die Tempel gar nicht auftaucht. Ich schaue immer grimmiger in die Richtung, wo die tatsächlich da plündern. Und so mehr Leute erkenne, desto grimmiger schaue ich. Denke kurz daran, vielleicht ziehe ich jetzt meine Abalone und schieße ein, zwei davon mit meinem Bolzen ab. Einfach damit die es lernen, aber belasse es dann dabei und mach mir nur meine Gedanken. Was habt ihr, Monterey? Seht ja aus, als wäre euer Lieblingsbordell gerade angezündet worden. Ja, das sind unsere Männer, die da mitmachen. Oh, im Ernst? Da drüben. Die sind gerade an der Börse vorbeigegangen. Einige von denen haben es sich wohl noch mit den Wachen dort angelegt, aber... Wie viele? Bisher zähle ich 6. Aber das waren auch nur die ich in den letzten halben Stundenglas gesehen habe. Das sind die Piraten, die wir angeheuert haben. Ihr meint bestimmt keine Piraten. Wir haben, Moment. Habt ihr Fahrt mit Piraten? Natürlich nicht, Boltax. Es sind bestimmt keine Piraten. Ah, das ist, Na, Aswolf, wo liegt denn die Liste? Irgendwo muss doch stehen, wer gerade Landgang hat. Ich glaube, das sind die Leute von Ismarbahn. Ja, gut. Wo müssen wir sonst noch hin? Tja. Wo ist denn Kanazidiana? Ist der hier oder in der Universität? Der ist unten. Ich glaube, er streichelt die dumme Spinne. Uiuiuiuiui. Welche Spinne? Ja, das Geschenk. Er hat doch eine Spinne neulich mitgebracht. Oh, na dann. War besessen von dem Vieh. Ich habe mir zumindest jeden derer Gesichter eingeprägt. Wenn die wieder aufs Schiff kommen, kriegen sie die Peitsche zu spüren. Nur im Fall des Falles können wir auf die Halunken noch paar Halunken noch verzichten. Wir stehen alle oben auf dem Achterdeck, oder? Wenn du möchtest, ja. Okay, gut. Abelmir? Ja. Erinnert ihr euch an diesen Herrn, mit dem wir auf der Feier gesprochen haben? Aurelien. Ja, er hat nicht viel gesagt, aber was er angedeutet hat, er könnte durchaus einer sein, der seine helle Freude an diesem Spektakel haben dürfte. Nun, er hat die Aufsicht über die Stadtkommandatur, über die Wachen, über die Garnison. Nein, ich meine nicht den Florius. Oder verwechsel jetzt dich etwas? Ein Aurelian Bonaret. Er hat die Oberaufsicht über die Armee. Was davon übrig ist? Ich meine nicht die Wachen in der Stadt selber, sondern die wirkliche Armee Alanfas. Ich schaue mal, ob ich Soldaten sehe, abgesehen von der Basaltfaust und der Dukatengarde. Also du kannst jetzt tatsächlich, ihr guckt euch das Schauspiel tatsächlich seit so grob einer Stunde an, da kannst du erkennen, wie jetzt schwere Reiterei durch das Hafenviertel prischt und die sind allesamt gerüstet, vor allem dann eben auch mit diesen typischen Rabenhelmen und allesamt das Abzeichen also heraldische Symbole, allesamt Rabenschnabel, lange Mäntel, Umhänge, viele schwarze Pferde und die pflügen da jetzt durch die Reihen und knüppeln die Aufständler nieder. Im Vorbeireiten und lassen sich da auch nicht auf, also das ist dieses grobe Durchreiten und einfach mal überall Köpfe zertrümmern und die Leute, die danach kommen, werden dann den Rest machen. Hauptsache auf Geschwindigkeit bleiben. Das sind echt viele, also du würdest sagen, auf den ersten Blick sind es 50. Ist das die Rabengarde oder die Fremdenlegion? Das ist die Rabengarde. Ausgeschickt von, naja, wirklich dem Patriarchen? Normalerweise sollte der neutral bleiben. Aber mit Neutralität hat das ja sowieso gerade nicht viel zu tun. Er will doch nur ein bisschen Bohrung gefällige Ruhe in die Stadt bringen, Oh, dafür kann ich auch sorgen.
bin sehr viel besser im Silenzium geworden. Jemand, das reicht mir das Schadrohr. Ja, ja. Ja, bitte sehr. Die Kavallerie, die dort ankommt, es handelt sich dabei um die Rabengarde. Der Hafen sollte wohl im nächsten Viertelstundenglas wieder frei sein. Wie viele davon gibt es, abgesehen von denen, die wir sehen? Nun, muss ich kurz überlegen. Ich weiß, wie viele Fremdenlegionen und wie viele Dukatengarden es gibt, aber die Rabengarde, das ist ein eingeschworener Haufen. Nun, dann wird das wohl ein großer Teil davon sein. Das sind mindestens 50 Mann. Ich denke auch, ich zähle auch etwa 4 Dutzend. Und dort, diese Kriegerin scheint ihre Anführung zu sein. Aber ne, das wird wohl die Hälfte von denen sein. Wenn ich mich recht erinnere, gibt es 2 Banner. Es ist selten ein gutes Zeichen, wenn die Machthabenden ihre Elitetruppen gegen die eigene Bevölkerung einsetzen. Normalerweise regelt so etwas eine Stadtwache. Das hier ist eher eine Armee. Nun, wir haben gesehen, was die Stadtwache auszurichten vermag. Ich bin mir sicher, das lässt sich im Nachgang hervorragend ausschlachten, die Leute nur noch wütender zu machen. Ja, so könnt ihr dem Dreien weiter zusehen, darüber philosophieren, wie es vielleicht weitergeht. Und nach einer weiteren Stunde könnt ihr erkennen, wie sich die Unruhen tatsächlich weiterlegen. Alles ist weiter in die Baracken gezogen. Und dann könnt ihr irgendwann sehen, wie Rafim mit seinen Leuten auftaucht. Seine Rüstung ist blutüberströmt. Ob es sein eigenes ist, höchstwahrscheinlich nicht. Aber er klebt krustig, schwarz-rot und stinkt widerlich, als wäre das eines der Schlachtfelder. Vielleicht die Schlacht in den Wolken oder Schlacht von Werheim, aber das hier ist auf alle Fälle schon sehr nah an ärztemodischem Treiben. So kommt er dann auf euch zu und die Planke wird tatsächlich auch wieder ausgefahren, wenn man ihn dann unter dem ganzen Blut erkennt. Tötet sie alle! Keine Gnade! Tötet sie! Wunde! Ich lass Mira in seine Richtung los. Vielleicht beruhigt ihn das. Rafim, was ist los? Klappt irgendwann, Mira. Komm mal, da ist Rafim. Lauf, komm, hol ihn dir. Mädchen. Hundesöhne töten. Was ja. Los ist? Mira stellt sich erstmal auf die Hinterbeine und fängt an, Rafim im Gesicht zu lecken. Ja, Mädchen, ja. Hey, du darfst gleich mitkommen. Wir treiben sie noch endgültig in ihr Viertel. Aber ich wollte nur schauen, ob es euch gut geht. Dass du hier bist, heißt wohl, dass sie es nicht auf den Silberberg geschafft haben. Oh, das habt ihr doch nicht geglaubt. Ja, nicht. Das sind ziemlich viele Menschen. Wir haben sie die Straße runtergetrieben über den Söldnermarkt, haben die Söhne und Töchter des Mantikors gerufen und wir sind marschiert. Durch ihre Reihen, über ihre Körper. Gefallen. Rafim, setz dich erst einmal hin. Könntest du Kiaros in Sicherheit bringen? Natürlich. Kiaros geht es ausgezeichnet. Rafim setzt sich einfach auf den Boden. Möchtest du einen Spritzer Stollen Nummer 5 haben? Ich hol dir was zu trinken, ja? Ja, das ist ja lieb von euch, aber ich muss gleich wieder los. So viel Zeit wirst du wohl noch haben. Ja, gut. Dann gehe ich runter. Hole eine Pulle Klaren oder so. Lass mir von Kanazitian ein Beruhigungsmittel geben. Mische das da rein und gib ihm das. Ja, ich trinke das. Ja, von mir kriegst du eine halbe Flasche Stollen Nummer 5. Ich dachte, Stollen Nummer 5 wäre ein Parfüm. Ja, natürlich. Er stinkt. Das du da war immer. Ja, aber besonders. Okay. Hm. Oh, lehn dich doch erstmal an die Bordwand. Ich drücke ihn so ganz vorsichtig ein bisschen nach hinten. Möchtest du nicht die Augen ein wenig zumachen? Hm? Nein, die Schlacht ruft. Ich wollte euch nur fragen, ob ihr mitmachen wollt. Jetzt fängt der spaßige Teil an. Wenn die schwere Kavallerie das erste Mal durch sie durchmarschiert ist. Ich bin mir sicher, du hast deiner Pflicht Genüge getan. Hm? Denk doch an deine Kameraden. Wir können dich auch hier gebrauchen. Wofür? Um auf das Schiff zu achten. Rafim, du merkst, wie er sich umschaut. Schiff sieht gut aus. Nun, dann solltest du doch dafür sorgen, dass es so bleibt. Ja, deswegen treiben wir die Hurensöhne ja zurück in ihr Viertel. Also ihr könnt jetzt entweder mitkommen oder nicht. Ich denke, dies ist eine interne Angelegenheit, Alanfas. Ja, wir sollten uns da nicht einmischen. Ja, Alan.
Ich wollte es euch nur angeboten haben. Ich hätte euch sogar ein Pferd besorgt. Ich verzichte, danke. Naja, wer nicht will, der hat schon. Mira, wir gehen jetzt ein paar Hurensöhne umbringen. Komm schon, mein Mädchen. Kapitän, ich lasse euch die Dukaten gerade hier. Das kriegen wir auch so hin. Und dann fühlt sich Hala noch ein bisschen sicherer. Wollen wir es hoffen. Nicht, dass er sich Sorgen macht. Aber mir, wir müssen reden. Hier auf Deck? Nein. Nun gut, kommt. Ich fühle ihn runter in die Kapitänskajüte. Wir haben ein mittelgroßes Problem. Rafim ist nicht zuverlässig. Nicht hier jedenfalls. Nun, er hat eine Aufgabe. Ich bin mir ziemlich sicher, seine Aufgabe beinhaltet es nicht, einen sowieso schon zerschlagenen Aufstand noch niederzustragen, hm? Nun, er hat einen direkten Auftrag des Patriarchen. Sowas kann man nicht ignorieren. Nun, daher die Schlussfolgerung, Rafim ist nicht zuverlässig. Nun, das wussten wir auch schon vorher. Was denkt ihr, was Diamantis tun wird, wenn ihm ein Grandel fehlt, nun ja, gegen uns zu arbeiten? Ich bin mir sicher, Diamantis wird Vernunft annehmen. Dann denkt ihr mehr als ich. Ich denke das nicht. Es ist seine Heimat. Wir werden das im Hinterkopf behalten müssen. In der Tat. Lassen wir Rafim und Diamantis tun, was sie tun müssen. Und beobachten sie. Ich denke nicht, dass sich Rafim gegen uns wendet, aber... Nun ja, wenn es der Rat befiehlt, dann wird er tun, was er tun muss. Ich hoffe, ihr habt Unrecht. Nun gut, warten wir es ab. Und gehen wir zu den anderen. Wir haben viel zu tun. 3 Stunden später. Irgendwann taucht Rafim wieder auf. Etwas müde, seine Muskeln haben wohl, während er sich durch die Reihen gekämpft hat, etwas nachgegeben, also dass du noch mehr Gewalt reinlegen musstest, aber du bist tatsächlich langsamer geworden, hast du das Gefühl. Die Sense fühlte sich schwerer an, als du dann Leute zerschnitten hast, aber ja, vor allem die Tempelgardisten haben ja auch den Mob vor allem großartig in die Richtung getrieben, und so kannst du nach getaner Arbeit wieder zurück zu deinen Freunden an Bord der Mondsilbernen Drachentöter kommen. Die Basaltfaust hat wohl noch irgendwie ein kurzes Abschlussgespräch, aber das ist nicht wirklich ergiebig und dementsprechend geht man dann lachend und feixend nach getaner Arbeit wieder zurück auf den Silberberg. Du könntest dich natürlich dann wieder von ihnen verabschieden und dann das Schiff aufsuchen. Die stehen mit sorgenvollem Blick teilweise an Bord oder in den Kajüten und würden dich dann dort empfangen. Ja, Rafim ist inzwischen noch mehr von Blut überströmt und scheint auch selber einige Verletzungen eingesteckt zu haben. Du siehst aus wie Scheiße. Ja, ich fühle mich auch wie Scheiße. Und dreckig bist du auch. Aber immerhin riechst du nach... Oh, Stollen Nummer 5. Das macht es nicht besser. Das Zeug ist echt stark, Boltax, das Zeug ist echt stark. Ja. Leg dich endlich hin, Rafim. Ja, ich wollte erst noch einmal mich abwaschen. Ist eine gute Idee und kümmert euch um die Wunden. Geht dann ins Hospital. Ja, ihr habt alles verpasst. Es war ein schöner Aufstand. Kommt nicht das für die öfter vor? Naja, ab und zu. Wir hätten den Schlafen legen sollen. Meist nicht so groß. Aber dass sie mal frech werden, das passiert schon mal, ja. Aber ihr hattet bestimmt einen guten Blick, wie die Rahmengarde sie niedergeritten hat, oder? Ja, es war auf eine furchterregende Art eindrucksvoll. Rafim, warum bist du da so froh drüber? Weil die Hunde aufbegehrt haben und, naja, sie gegen den Patriarchen wenden. Und was denkt Kor wohl darüber? Dass die Hunde Waffen in die Hand genommen haben und sich mal ficken gehen können? Das macht es nicht zu einem guten Kampf und das weißt du genauso gut wie ich. Nein, aber das macht es zu einem Befehl und das weißt du genauso gut wie ich. Ich schüttel mit dem Kopf und lass ihn gehen. Du merkst, er steht da ganz entspannt und fängt jetzt an, nach und nach ein paar Rüstungsteile abzulegen. Ah, schön. Aber ich bin langsamer geworden. Ich glaube, ich werde alt. Nun, das wollen wir nicht hoffen. Ja, ich auch nicht. Ich war ganz schockiert. Vielleicht lag es am Schnaps. Ja, aber so stark war der aber nicht.
Nun ja, Schnaps und Kampf verträgt sich schlecht normalerweise. Ja, habt ihr auch wieder. Vielleicht habe ich sie auch unterschätzt, das kann ja auch passieren. Aber Mira hat sich sehr gut durch ihre Reihen, wie nennt man denn das? Stürmt. Was ist mit der Universität? Gab es irgendwelche Schäden? Das ist eine gute Frage. Ihr wisst sogar besser, wo die ist wie ich. Wo ist die denn nochmal genau? Dort hinten in diese Richtung. Da lang. Habt ihr das gehört? Hinten beim Esindetempel meint ihr die? Ja. Oh, ich denke nicht, dass da was passiert ist. Die ist eigentlich relativ gut bewacht. Vor allem mit den Wachen vom Esindetempel, die werden die schon zurückgetrieben haben. Nun, dann bin ich ja froh. Sind ihr in den Kriegshafen vorgedrungen? Gab es Schäden an Schiffen? Werden kaputtgeschossen werden. Also ich habe ab und zu ein paar Kanonenschüsse gehört. Ich denke, wenn die da mit Schrot reingeschossen haben werden, dann kommen die nicht weit. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Schrot gesehen habt. Kanonenschüsse. Oh. Auf Unbewaffnete. Zumindest bin ich froh, Stapeln dass... wir noch mehr Rondra Frevel aufeinander, warum nicht? Zumindest bin ich froh, dass ihr so einen Spaß hattet. Habt in der Arena gekämpft, ganz toll, klasse, jeder kennt euch jetzt. Können wir irgendwie mal zu dem Punkt kommen, warum wir hier sind? Ja, ich habe euch ein Treffen mit Chantala besorgt, übrigens. Ah, ausgezeichnet. Seht ihr, alles läuft nach an. Kein Grund, ungeduldig zu werden. Ja, außerdem sollte ich noch meinen Wettgewinn abholen. Kein Grund, ungeduldig? 1-0, hast du gesehen, dass die Straßen voll Blut kleben? Ich meine, das ist alanfanisches Blut und damit nicht so das Problem, aber... als ob die alle wahnsinnig geworden sind. Hat schon seinen Grund, dass die Torwaler sie ständig angreifen. Niemand mag Alanfana, niemand. Naja, das ist jetzt aber eine Aussage, die ist nicht sehr freundlich. Tragt das Unterdeck aus, wenn ihr unbedingt wollt. Ihr werdet damit nicht hier oben anfangen, alle beide. Ich habe ihm gesagt, dass ich das nicht freundlich finde. Da habe ich doch gar nichts mit angefangen. Ich habe kein Problem mit Raphim und Diamantis. Ich habe nur ein Problem mit der Politik hier. Was für eine Scheiße. Und offensichtlich haben die Menschen das auch. Ich stelle mir gerade vor, wohl gemeinsam zu haben. Ich stelle mir gerade vor, wie irgendein Hetman weiße Wölfe auf seine Otayasko hetzt. Was für eine Scheiße. Das wohl. Das ist in der Tat schwierig. Ich sehe das wie Hasswolf. Das ist einer der Effekte von großen Städten. Solange es nur eine überschaubare Zahl an Menschen ist, die sich alle persönlich kennen, geht man ganz anders miteinander um. Ich glaube, so etwas wäre in einer torwaldschen Stadt tatsächlich nicht möglich. Ich kenne in Prem jedes Kind. Und die Alten. Ein Scheiß hat das mit großen Städten zu tun, Zylamin. Prem ist riesig, du Arsch. Ach, seht euch doch Gareth an. Selbst als wir die Waisenmacher auf Gareth losmachen mussten, sind die noch halbwegs zivilisiert umgegangen. So, ich hab zumindest... Ich damit, dass es unausweichlich sei. Es ist alles eine Frage des Willens. Ich hab zumindest die Schnauze voll. Ja, zeigt auf den Silberberg. Wollen offensichtlich nicht. Ich hab zumindest die Schnauze voll. Sprecht jetzt mit dieser Chantala und macht, dass wir hier loskommen. Selbst ihre geraubte, preisgefällige Pflicht vernachlässigen sie noch. Ich finde dieses Preis-Argument jetzt nicht so stichhaltig, aber ich stimme Jalan und Hasswolf zu. Das ist keine Art und Weise, wie man mit einer Situation wie dieser umgehen sollte und kann. Botox, die Herrscher haben eine Verpflichtung gegenüber dem Volk. Sie sind nicht einfach nur da, weil sie da sind, sondern weil sie eine Aufgabe zu erfüllen haben. Vielleicht wenn sie die nicht erfüllen, nun, dann wird Preis früher oder später die Sache selbst in die Hand. Vielleicht sitzen wir auf einem zu hohen moralischen Ross. Ich kann mich an eine gleichartige Situation Gareth erinnern, wo Gareth der Bürger von Reiterheeren niedergemacht worden, nicht wahr? Und ich erinnere daran, dass wir ein selbiges vernichtendes Urteil über diese Situation gesprochen haben. Und ist etwas passiert? Habt ihr etwas dann getan? Nein. Ich erinnere euch daran, dass als wir die Stadt befriedet haben, wesentlich weniger Menschen ums Leben kamen. Ich stimme euch zu, dass heute zu viele Menschen ums Leben gekommen sind und sie sterben immer noch. Ich fühle mich unwohl dabei, der Auslöser für all das gewesen zu sein, wenn auch sicherlich nicht der Grund. Nein, wir sind nicht der Auslöser. Ja, dass die Wetten so schlecht gelaufen sind, deswegen sind die alle so verrückt geworden.
Nun, wir befinden uns hier an einem schmalen Grat hin niederhöllischem Umtrieben. Wenn es Geld ist, das die Menschen so aufregt und in eine derartige Ekstase versetzen lässt. Dann solltet ihr vielleicht rausfinden, wer am meisten an diesen scheiß Wetten verdient hat. Das wäre eine Möglichkeit, ja. Naja, meine Vermutung ist ehrlich gesagt wir. Nun, ich denke, die Granden haben ebenfalls Wetten abgeschlossen. Ja, aber kaum jemand wird auf euch gewettet haben. Das ist richtig. Also, verdient werden am meisten wir. Verloren, da werden andere deutlich mehr. Ich werde mich um die Wetten kümmern. Wenn ich bei dem Golem bin, werde ich einmal nachfragen in meiner charmanten, golmischen Art. Und ich hoffe, du lässt eine große Spende da, wenn du diesen Sieg errungen hast. Eine Spende für die armen Bettler, die hier heute zu Tode gekommen sind. Für die Familien, die Hinterbliebenen. Sicher. Gut. Abenteuer. Die Sache ist die, es konnten ja nur Leute Geld verloren haben, die gewettet haben. Und zwar Leute, die es sich eigentlich nicht leisten konnten, diese Summen zu wetten. Vielleicht sollten wir auch sehen, wer oder was diese Leute in Versuchung führt, das zu tun. Naja, die sind einfach ziemlich dumm. So, Lamin, Boltax, warum seht ihr euch nicht in der Arena um? Zum einen, um die Gewinne anzutreiben, zum anderen, schaut mal, ob ihr das der Gestalt des herausfindet. Naja, also ja. Wenn ich hier wäre, würde ich heute nicht mehr dieses Schiff verlassen. Und ich sagte ja nicht heute. Es wird sowieso schon spät. Hier, Boltax, die Wettscheine. Und ich bin mir ziemlich sicher, ja, hier mit dem Mann auch. Und ich bin mir ziemlich sicher, morgen in der Früh wird die Stadt hinreichend betäubt sein, dass niemand irgendetwas tut. Nun, naja, vermutlich werden aufgespießte Köpfe von hier bis zum Silberberg stehen. Das bringt eigentlich immer recht viel Ruhe, ja. Nochmal. Ja, was das angeht. Zu diesem Punkt, den Diamante, nein, es war Rafim, hatte ihn angesprochen, dass wir noch eine Verabredung haben. Ja. Der für uns organisiert hat. Wann? Genau das wollte ich auch fragen. Naja, sie macht sich fertig, als wenn wir jetzt losmarschieren, das könnten wir schaffen. Wir gehen hier nicht los, bevor du nicht gewaschen bist. Naja, ich will nichts sagen, aber wenn ich so aussehe, wie ich jetzt aussehe, das bringt uns eher Pluspunkte. Nein, wir werden da zivilisiert auftreten. Garantiert nicht als Schlechter von irgendwelchen... Wasch dich einfach! Naja, also was glaubt ihr denn, wer mir befohlen hat, die hier niederzumachen? Wasch dich einfach. Bevor ich dich ins Hafenbecken trete. Ja, fällt es unterhaltsam, dass ihr glaubt, dass ihr das könntet. Ein bisschen Selbstvertrauen hat auch niemandem geschadet. Jetzt streitet doch nicht wie zwei einfältige Kinder. Gib mir mal diesen Stollen. Wir sehen auch alle nicht so gut aus. Ja, hier, Stollen bleib, Nummer 5. Bleibt mir fern. Also, Zulamin hat die 3 Stunden genutzt, um sich zu waschen und umzuziehen. Ich denke, ich auch. Umgezogen sicherlich, aber ja. Bart war halt nicht drin und wir sind durch einen sehr stinkenden Sumpf haben wir uns gekämpft. Von daher, ich nehme lieber den Stollen, als es drauf ankommen zu lassen. Ja. Aber bevor wir zu Chantala gehen, eine Sache noch. Oh, ich rieche wie eine heiße Esse. Oh. Ja. Wir sollten uns auf eine offizielle Version einigen. Nur für den Fall, dass Chantala interessiert, was da in der Arena passiert ist. Nun, wir sagen ihr die Wahrheit. Die Amadis hat gekämpft, die Amadis hat gewonnen. Es hat denen, die gewettet haben, nicht gefallen. Ja, die Echse hatte nicht mit einem so fantastischen Sprungtritt gerechnet. Nun, offensichtlich war Magie im Spiel. Ich interessiere mich nicht dafür, wessen Magie. Die Frage ist, was wir ihnen erzählen. Ist es hier in Al-Anfa bekannt, dass ihr ein Magiedilettant seid, Diamantis? Das ist eigentlich niemandem bekannt, außer dem Magister in der Akademie, der mich damals untersucht hat. Und dann schlage ich vor, wir erzählen den Granden nicht mehr, als sie unbedingt hören müssen. Aber würde sollten mich aber wir nicht, würde mich nicht wundern, wenn Zornbrecht das irgendwoher wüsste. Nun, ja, er kann in die Gedanken gucken. Selbst bei mir hat er es geschafft, also es ist sehr wahrscheinlich, dass er es weiß und damit daraus Zorn brecht. Nun, aber dies ist gleichbedeutend, denn wenn ihr euch erinnert, war ziemlich viel Zauberei in der Arena unterwegs. Nun, ich denke, sollten wir in die Verlegenheit kommen, diese Frage beantworten zu müssen, könnten wir die Wahrheit als Schild benutzen.
wenn Diamantis selbst magisch ist und seine Magie sich irgendwie Bahn gebrochen haben sollte, nun, dann wäre darin nichts Falsches, denn offensichtlich verfügen ja auch diese Echsenmenschen gewöhnlich über Magie. Nun, es wäre so oder so nichts Falsches daran, da es nicht verboten war, sich selbst zu verzaubern. Wir sehen also keine Probleme. Ich weiß also nicht, warum er sich überhaupt Sorgen darum macht, aber bitte, haben wir es jetzt geklärt? Meinetwegen können wir gehen. Hervorragend. Oh, Jalan, ich muss sagen, du duftest fantastisch. Danke. Ich könnte mich fast dran gewöhnen. Das ist zumindest besser als... Ach, gehen wir einfach. Eine Stunde später steht ihr in der Villa Kachinor. Das Gebäude selber konntet ihr kurz begutachten, nachdem euch Rafim hier hingebracht hat. Diamantis war selber zwar noch nicht hier, weil er mit den Karinors wenig zu tun hat, aber wenn ihr die große Eingangshalle betrachtet, dann fällt als erstes das gewaltige Stammbaum. Ist das ein Stammbaum? Er fällt auf. Denn er ist A, gewaltig und B, sind die Verknüpfungen so sehr merkwürdig, dass Sulamin das ein oder andere Mal überlegen muss. Ist da jemand mit seiner Mutter? Ist da jemand mit seinem... Man möchte das an der gewissen ein oder anderen Stelle nicht ganz ausführen. Denn wenn das stimmt, was hier direkt in der Eingangshalle ins Gesicht springt, dann wurde hier in großem Maße Inzest betrieben. Und nachdem ihr euch dann leicht angewidert abwendet, von einem weiteren Diener dann in einen Empfangsraum gebracht werdet, nach der kleinen Empfangshalle, dann könnt ihr erkennen, wie dort auch einige Musiker spielen, ein leises Sonett, was da wohl gespielt wird, und an einem Tisch sitzt ein Großteil der Familie Karinor. Unter anderem natürlich auch Kiaras und Chantala. Es fällt auf, dass alle sehr aufreizend gekleidet sind. Durchsichtige schwarze Seide, die wohl weniger verhüllt, als eigentlich gut wäre, sodass man bei vielen von ihnen die Scham oder dann eben auch den Penis erkennen kann, Brustwarzen, die irgendwo rausragen, und das alles bei einem Abendbrottisch, möchte man meinen, eine große lange Tafel mit vielen Speisen. Und sie sehen sich tatsächlich alle sehr ähnlich. Es wirkt auf euch falsch, wenn ihr dann diese große, lange Tafel betretet und euch Chantala dann mit ihrem herausragenden Aussehen zunickt.